Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie du eigentlich einen defekten Motor bei so einem Vorwerk Tiger 251 richtig wechseln kannst. Wenn du Bock darauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Seit neuestem macht mein Motor komische Geräusche und hat sogar schon verbrannt gerochen, weswegen ich diesen jetzt unbedingt austauschen möchte. Um an den Motor zu kommen, muss ich meinen Staubsauger erst einmal etwas auseinanderbauen. Zuerst hier vorne den Schlauch abnehmen, hierfür habe ich hier vorne so einen Hebel, den drücke ich einfach einmal ein, kann den Schlauch schon abmachen. Und dann hier hinten den Motorschutzfilter, so ähnlich. Hier habe ich auch wieder so einen Betätigungshebel, diesen drücke ich und kann den Kasten hier einmal abmachen. Darunter kommen drei solche Schrauben hier zum Vorschein. Diese mache ich jetzt auch sofort einmal ab. Danach nehme ich mir diese drei Schrauben und auch dieses Gitter hier runter. Und ganz wichtig noch, lege diese Teile unbedingt irgendwo ordentlich ab, dass du sie später auch sofort wieder finden kannst. Als nächstes öffne ich hier vorne den Deckel einmal, hierfür hier unten einfach nach oben ziehen und hier kommen dann auch schon zwei solche Kreuzschrauben zum Vorschein, welche ich jetzt auch abmachen werde. Nun die Schrauben auch auf die Seite legen und den Beutel können wir natürlich auch schon mal rausmachen. Dann den Deckel schon mal so weit wie möglich nach vorne rausziehen und hier hinten das Gehäuse mit etwas Gefühl nach hinten rausnehmen. Und wir können bei unserem Stecker hier hinten einmal das Gehäuse leicht nach oben ziehen, um dann anschließend die Feder einmal rauszunehmen und hier noch diesen einen Stecker. Der kann bei dir normalerweise auch weiß sein, damit diese Teile später nicht verloren gehen. Anschließend diese Stecker hier einmal von der Platine runterziehen, hierfür diese leicht hin und her rütteln, natürlich mit Gefühle nach hinten abziehen und hier diese zwei schwarzen am besten einmal mit irgendeinem Stift eine leichte Kennzeichnung machen, dass du dich einfach auskennst, wo diese später wieder hingehören. Und dann kannst du diese auch ganz normal nach hinten runterziehen. Jetzt können wir den Staubsauger mal vorsichtig umdrehen, dass wirklich nichts kaputt geht. Und dann machen wir mal dieses Untergehäuse hier ab. Hierfür die Schutzkappe hier hinten einmal leicht nach oben raushebeln, diese auch wieder wegmachen. Und dann alle sieben Schrauben, die wo hier außenrum verteilt sind, einfach einmal lösen und abmachen. Die Schrauben sind entfernt und jetzt kann ich das Untergehäuse auch schon nach oben abziehen und wir können weitermachen. Dann einmal die Kabeltrommel hier mit Gefühl rausziehen und noch schauen, dieses kleine gelbe Kabel hinten ist, wo ich ja gerade eben auf, von oben schon gelöst habe, auch mitnehmen. Und wir können dieses Motorgehäuse hier sehen, was noch von vier Federn festgehalten wird, zwei auf dieser Seite und zwei auf der anderen Seite gegenüber. Am besten lassen sich die Federn klar mit so einem speziellen Federhaken hier lösen. Im Notfall geht es auch mit einer Zange, doch das ist um einiges schwerer. Wir müssen also schauen, dass wir mit dem Federhaken hier in unsere Feder irgendwie unten reinkommen und diese dann nach oben hin wegziehen können. Und somit löst sich dieser Federgabel auch schon. Dasselbe Spiel mit den drei anderen Federgabeln jetzt auch. Die vier Federklammern sind jetzt dann abgemacht, bei mir hat das jetzt leider auch etwas länger gedauert. Und nun schaue ich mir mal die Kabel hier unten an. Halte diese etwa fest und dann kann ich nämlich das Motorgehäuse hier oben auch schon langsam runter machen und wir sehen einmal unseren kaputten Motor. Danach noch die entsprechenden Kabel nehmen, welche ich vorhin schon locker gemacht habe und ich kann meinen kaputten Motor einfach mal herausheben. Wenn ein neuer Motor dann da ist, unbedingt noch diesen Führungsgummi hier von dem alten Motor runter machen und auf den neuen hier oben aufsetzen. Es kann übrigens auch sein, dass einer beim Kauf natürlich mit dabei ist. Und wir können unseren Motor auch schon hier wieder schön gerade reinsetzen und natürlich schauen, dass diese Gummilippe hier unten richtig sitzt. Der Einbau geht in genau umgekehrter Reihenfolge wie gerade eben der Ausbau, weswegen ich diesen jetzt nur noch kurz zeigen werde. Motorgehäuse wieder richtig draufsetzen und auf diese Kabel hier außen achten. Alle vier Federklammern wieder richtig aufbringen, dass das Motorgehäuse wieder schön sitzt. Kabeltrommel wieder einsetzen und schauen, dass das gelbe Kabel hier hinten durch das richtige Loch wie vorhin auch durchgeht. Und schon können wir das Untergehäuse wieder draufsetzen und mit den sieben Schrauben außen festdrehen. Danach die Schutzkappe hier hinten drauf machen, zuerst von oben und dann mit gleichmäßigem Druck hier nach oben ziehen, dass es unten auch einhakt. Anschließend den Staubsauger wieder umdrehen und wir können oben alles zusammenbasteln. Die Stecker wieder entsprechend bei ihrem Platz auf der Platine festmachen.
Wenn an die Platine alles richtig angeklemmt ist, nehmen wir wieder unsere Feder, geben diese hier drauf und diesen kleinen Stecker, welcher hier reinkommt. Anschließend die orange Abdeckung wieder richtig einbringen und natürlich auch schauen, ob es funktioniert. Wenn ich hier drauf drücke, das Kabel wird wieder eingezogen. Dann die grüne Abdeckung hier wieder irgendwie von hinten reinarbeiten. Das geht meistens etwas schwerer, doch bei mir schaut es schon relativ gut aus. Hier hinten fehlt mir noch was. Jawohl, ist auch schon wieder drin. Das Gitter wieder hier auflegen und anschließend die drei Schrauben hier wieder festmachen. Den Motorschutzfilter können wir auch gleich wieder drauf machen. Erst hier hinten reingeben, vorne runterdrücken, wieder drauf. Dann ist dieser auch schon fest. Deckel vorne auf, diese zwei Schrauben kommen hier drüben noch rein. Beutel rein, Klappe zu und wir können unseren Schlauch einmal wieder drauf geben und anschließend testen, ob dieser auch wirklich jetzt richtig funktioniert. Stecker habe ich mir in die Steckdose gegeben, davor sollte er natürlich auf jeden Fall draußen sein beim Wechsel und wir schauen einmal. Ich würde sagen, das hört sich auf jeden Fall gut an und somit haben wir auch schon unseren Motor bei dem Vorwerk Tiger 251 richtig gewechselt. Wenn du dir jetzt einen neuen Motor für diesen Vorwerk Tiger 251 zulegen möchtest oder auch so einen Federhaken benötigst, dann kann ich dir hierfür wirklich nur Amazon empfehlen. Hier hast du nämlich eine sehr hohe Qualität vom Markenhersteller zu einem relativ günstigen Preis und das Beste hierbei, das Ganze wird direkt zu dir nach Hause geliefert und du musst nicht extra in ein Geschäft hierfür fahren. Wenn du dir also eins von diesen Untersiedeln hier zulegen möchtest, dann einfach mal hier unten drunter in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu Amazon. Wenn dir dieses Video gefallen und somit auch weitergeholfen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Außerdem kannst du noch hier oben meinen Kanal abonnieren, um somit kein neues Video mehr zu verpassen und hier unten in der Videobeschreibung auf den Link klicken, damit du meinen kostenlosen Energiesparrechner downloaden kannst, um zu Hause jährlich bis zu 500 € einzusparen.